Schneeberg-Sesselbahn zur Edelweißhütte. Serpentinen von der Bergstation zur Edelweißhütte. Links die Edelweißhütte, rechts der Fadensattel mit dem Almrieselhaus. Links ginge der Fadensteig Richtung Fischerhütte hinauf, wir gehen aber gerade bei der ehemaligen Sparbacher Hütte vorbei. Straße den Faden hinauf. Nach dem Hochstand am Rossgrabensattel biegen wir rechts ab. Links kommen wir später von der Runde zurück, jetzt gehen wir aber gerade Richtung Schwarzkogel weiter. Aufstieg auf den Schwarzkogel. Abstieg vom Schwarzkogel. Weiter auf der Straße entlang des Schwarzkogels. Die Hochfläche des Saubodens. Der weitere Weg geht rechts in den Wald. Nicht immer ist der Weg durch den Wald so breit.